Ja, und mal wieder begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Gothic 1. Was mir gerade aufgefallen ist, ja, also mit dem Hammer kann man wirklich alles machen. Auch das, was die NPCs machen. Also auch auf ein Holzbrett einschlagen, wo auch immer da der Sinn von ist. Aber irgendwie zur Atmosphäre, wenn das NPCs machen, drückt das irgendwie schon bei. Ja. In der letzten Folge sind wir, glaube ich, mal wieder durchs Lager gelaufen. In der Folge sprechen wir mit Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Irgendwie die gleiche ich will Stimme mich dem wie Lager Diego. Anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Warum will er dir die Waffe das nicht klingt mehr verkaufen? Verdächtig. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Quest, die wir erledigen müssen, wobei ich kurz mal nachgucke, wie man das Questlog öffnet. Okay, L für Logbuch oder was auch immer wahrscheinlich. Okay, Rezept der Sekte war das mit diesem einen Guru. Auf einem Sumpflager wollten wir ein neues Lager. Prüfung des Vertrauens, was war unsere Prüfung? Ach, das war das mit der Mine. Okay. Graham wird mir eine Karte. Links neben dem Nordtor. Okay, dann gehen wir danach auch nochmal links neben das Nordtor. Aber erstmal sprechen wir mit Fisk. Da ist er. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Der letzte Scheiß. Kostet 110 Erz. Okay, das war eine kranke Lache. So. 110, ja. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Vielleicht kriegen wir die 10 Erz noch extra. Zeig mir deine Ware. Nein, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn wir ihm gesagt haben, dass Whistler uns schickt, hätten wir noch mehr zahlen müssen. Oder hätte es uns gar nicht gegeben. Aber naja, jetzt kriegen wir hoffentlich die 10 Erz auch wieder. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Naja, gut. Also so einfach lassen sich manche Quests hier erledigen. Und was ich auch lustig finde, wir sollen jetzt neben das Nordtor. Ich glaube, das war der umgestürzte Turm, ich bin mir aber unsicher. Ne, das war ein Buddler. Also diesen Graham, der ist nicht so leicht zu finden, glaube ich. War das Graham? Ja, manchmal mag mich die Steuerung. Hey du! Eigentlich mag mich die Steuerung nie, aber manchmal mag sie mich wirklich nicht. Ist hier irgendein Graham drin? Das ist die Hütte. Was war das links neben dem Nordtor? Ne, ja doch. Ich finde ihn links neben dem Nordtor. Okay. Also wahrscheinlich da oben, ja gut. Da habe ich jetzt auch noch nicht geguckt. Kann schon sein, aber wen interessiert das? War ich hier überhaupt schon mal? Buddler und noch ein Buddler. Und da drin ist keiner, okay. Also irgendwie ist hier kein Graham. Wäre das ganz. Du sollst da hochklettern, danke. Dann müssen wir vielleicht nochmal hier gucken. Auch ein Buddler.
Und Graham wird wahrscheinlich auch wie ein Buddler aussehen, also lohnt es sich gar nicht erst die Gardisten anzuschauen, ob die Graham heißen. Zu lange will ich mich jetzt damit aber auch nicht aufhalten. Und ich denke, wir werden dann jetzt mal zum Schmied auch mal gehen. Irgendeiner von euch muss hier doch mal außerdem Schmied Graham sein. So viele Buddler auf einem Fleck. Ist das jetzt eigentlich der Schmied gewesen? Ja. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Wow, die epische Antwort. Aber wir haben viel zu wenig Erz. Verdammt. Na gut. Dann kümmern wir uns damals später. Und vorher. Ja. Ich gucke jetzt nochmal, aber wenn ich ihn nicht gleich finde, dann werde ich mal offscreen gucken, wo man den finden kann. Ja. Ist auch genial, ohne Karte den Kartenzeichner zu finden. Und in dem Lager braucht man definitiv eine Karte. Also wir sehen uns. Oh, möchte der mit. Oh Matt. Hast du eigentlich keine. Verdammt, ich dachte, den wäre ich los. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und weiter geht's. Hier ist Graham. Neben dem Nordtor. Und Matt spricht uns wieder an. Den ignorieren wir fürs Erste und sprechen mit Graham. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Wow. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was wird man wohl bei einem Kartenzeichner wollen? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Das muss man irgendwie runterhalten, handeln können, oder? Ja, okay, wir nehmen den. Ich werde die Karte bezahlen. Den fairen Weg. Nimm das Erz. So billig kommst du nie wieder an so eine Karte. Glaub mir. Ja. Wobei, wir müssen dann auch nochmal. Eigentlich müssten wir auch noch eine Karte für diesen anderen Dieb da. Der wollte ja auch eine Karte. Für den müssten wir eigentlich auch noch eine uns beschaffen. Und wie aktiviert man jetzt da? Okay. Wow, ist diese Karte genial gemacht. Also wirklich. Ich dachte, da wird es wenigstens ein bisschen mehr Details geben, aber so grob. Ist das schon eine Einteilung, wobei ich mich da jetzt auch nicht so gut zurechtfinde. Und Matt spricht uns wieder an. Genial, aber wir haben, habe ich gelesen, auch noch einen übersehen, einen, wie heißt's, einen Fürsprecher. Oder haben wir das? Den Quest haben wir nicht. Nein, was zur Hölle? Ja, man sollte nicht gleichzeitig laufen und seinen Questlog scheinbar öffnen. So. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man keine Karte hat. Im Prinzip. Naja, der müsste uns eigentlich auch nochmal ein bisschen von diesem Fleischwanzenzeug geben. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar, heute ist der. Oh, waren wir da heute schon? Scheinbar, dann gucken wir mal weiter. So. Ja, ich muss mich leider einer anderen Karte bedienen. Denn so ohne weiteres übersieht man hier leicht ein. So, und der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Oder habe ich den schon gesprochen vielleicht sogar? Also es war nicht Mordrak, der ist ja sowieso vom neuen Lager. Aber hier irgendwo müsste eigentlich noch einer sein. Oder? Oh Gott, Matt, wie der nervt. Ja, ich versuche ihn so lange wie möglich da nichts zu töten, aber hey, haben wir schon mit Dexter? Ah ja, genau. Dexter, ich erinnere mich. Na gut. Der Schläfer sei mit dir, fremde Scheiße. Sprechen wir erstmal mit ihm. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Erstmal abwarten.
Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen. Deswegen ist es auch Sumpflager. Ja, gut. Dann lassen wir uns mal. Bring mich zu eurem Lager, dahin bringen. Sehen. Ich werde vorangehen, folge mir. Also irgendwie skippt das Spiel manchmal ein paar Sachen. Was haben. Ja, vielleicht möchte sich das ja sogar jemand durchlesen. Also, wenn man das Spiel selber spielt, ist der Kerl eher nervig. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es auch für euch nervig ist. Vielleicht haben wir Glück und der stirbt von alleine, ansonsten müssen wir danach helfen. Ja, anders wird man den auch nicht mehr so ohne weiteres los. Es sei denn, er backt irgendwo fest, das hatten wir ja auch. Aber wie man dann auch gesehen hat, kommt er auf irgendeine unerfindliche Weise wieder. So, also manchmal wünscht man sich wirklich, dass die KI schlechter wäre, in dem Fall zum Beispiel. Oh, Scavenger. Mal sehen. Wir probieren mal unseren Bogen aus. Und treffen erstmal mit dem Fall nicht. So. Und treffen auch nicht. Wie nah muss man mit dem Bogen rangehen? Ja, wobei wir haben ja auch kein Talent im Bogenkampf. Von daher gibt es auch irgendwie Sinn. Naja, gut. Aber in 3 Fallen kriegen wir auch ein Dings. Also für 3 Erz können wir einen Scavenger töten, wenn wir dann noch irgendwas von ihm. Oh, der macht uns fast keinen Schaden durch die Hotes scheinbar. Finde ich nicht schlecht. Und Matt lebt immer noch. Läuft der weg? Das wäre wirklich schlecht, wenn der weglaufen würde. Dann müssten wir ihn wirklich per Hand ausschalten. Aber ich denke nicht, dass das irgendwie ihn stören würde. So, von den Scavengern kriegen wir immer noch nur Fleisch. Ich dachte, man könnte sowas wie den Schnabel noch entnehmen. Aber scheinbar nicht. Und Matt wird definitiv sterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mit dem länger als 5 Minuten irgendwo aushält. So, und Pavel, läuft erstmal zurück. Und da sehen wir auch unsere nächsten Gegnertypen, Echsen. Nee, Varan heißt es, okay. Und wir haben Balpaves gesprochen. Dummerweise. Und er greift uns auch nicht an, stattdessen trinkt er eine Haltung, okay. Dem Varan können wir eigentlich nichts. Ah doch, die Krallen, okay, cool. Dann haben wir schon ein bisschen Geld verdient. Was ist das hier für einer? Hey, du! Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Okay. Interessantes Gespräch. Auch wieder mit diesem rauen Humor vom Lager. Oder allgemein von der Kolonie oder von Gothic 1. Ja, das Wasser ist jetzt nicht so animiert, wie man sich das heute so als Standard denkt, aber ich denke, für damalige Zeiten war das schon schön. Und ich finde, auch heute hat das noch ein bisschen seinen Reiz. Allgemein finde ich die Grafik jetzt zwar, dass sie ein bisschen nicht zeitgemäß ist, oder naja, was erwartet man von einem Spiel von 2001, aber trotzdem noch irgendwie schon. Gott, wie heißt das Wort? Irgendwie fallen mir in letzter Zeit die Wörter nicht mehr richtig ein. Und Blutfliegen? Nee, ja doch, Tatsache, die heißen Blutfliegen. Trotzdem noch irgendwie seinen Charme hat. So. Und wir kriegen von all den Viechern schön Erfahrung. Und hier können wir, wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, die Flügel abnehmen. So. Ja, ich denke, die Buddlerhose bringt es schon, wie man bei den Scavengern gesehen hat. Ja, wobei wir können eigentlich Balpavis, dass die ganze Arbeit machen lassen, dass wir nichts verschwenden. Und da sehen wir auch die Blutfliegen kämpfen gegen die Scavenger. Was auch ziemlich cool ist. Und da sehen wir auch gleich den Wald, in den wir noch nicht rein sollten, wie wir netterweise darauf hingewiesen wurden.
Was wir auch nicht machen werden. Und Matt ist wieder weg. Okay. Ich beklag mich nicht. Bis er wiederkommt eigentlich. Aber naja. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Blutfliegen so viel Erfahrung geben, weil eigentlich sind die leichter zu töten. Oh, Warane, okay. Wobei wir von denen halt noch nicht die Haut abnehmen können. Weswegen das schon ein kleines bisschen Verschwendung ist, aber solange wir die Krallen abziehen können, ist das schon in Ordnung, denke ich. Die Gegnergeräusche sind auch nett gemacht. Ach, zu schnell. Schon ordentlich. Erfahrung. Wenn man bedenkt, dass man dafür oder wir dafür nichts machen müssen. So. Wie steht das eigentlich erfahrungstechnisch? Wir sind Stufe 2. Okay. So. Ich habe gelesen, die Prüfung des Vertrauens, für die wir jetzt auch eine... Warum kann ich das nicht? Komisch. Hä? So. Ja, die Prüfung des Vertrauens, für die wir jetzt auch eine Karte haben, die sollte man... Ah nee, stimmt gar nicht. Aber den Arena-Kampf sollte man erst ab Stufe 5 machen. Also denke ich, damit warten wir noch ein bisschen. Wobei ich auch gelesen habe, dass wir, wenn wir gegen den einen Typen kämpfen und verlieren, trotzdem für unseren Mut die Fürsprache von diesem Arena-Aufseher kriegen. Was dann eigentlich auch ziemlich cool ist und auch eine Möglichkeit. Wir können ja unser Zeug vorher ablegen und uns dann verprügeln lassen. So. Ja, es sieht halt von der Grafik her noch ein bisschen kantig aus, aber trotzdem. Irgendwie hat es seinen Charme. Und wir sind stark geschwächt, ist mir gar nicht aufgefallen. So. Bei den Scavenger greifen wir nochmal per Hand selber ein. Obwohl es eigentlich unnötig ist. Oder unnötig wäre. So. Wir kriegen schön viel Fleisch und... von dem Erwache! Ja, nein. Ja, wir könnten uns jetzt auch noch durchlesen, was er jetzt alles für sein Lager da für Werbung macht, aber das ist, glaube ich, genau dasselbe, was die anderen Schläferleute, mit denen wir schon geredet haben, auch sagen würden. Also er löst uns und wir machen dann eine Anrufung, wo alle Novizen sich zusammenstellen in den Kreis und dann das Viech rufen oder sowas. Und ich denke nicht, dass das sonderlich interessant ist. So. Und da sehen wir auch schon das dritte Lager, das Sumpflager. Das neue Lager haben wir uns ja so genau noch gar nicht angeguckt. Werden wir vielleicht nochmal nachholen. Oder werden wir eigentlich auf jeden Fall nachholen. So. Aber ich würde sagen, das Sumpflager schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Also bis dahin, Leute. Ciao.